Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Murderettes. Was? Was war das? Ah, das weißt du nicht. Alles, was im Schatten verborgen ist, macht mir Angst. Ah, okay. Mehr hat sie auch nicht zum Sagen. Ja, wir suchen noch immer irgendwie Anhaltspunkte. Hier müsste doch irgendwo eine Leiche liegen. Glaube ich halt. Wie weh tut ein Tattoo? Der Korb hatte so viele. Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Okay, das hat die da. Hat das gleiche gesagt. Was? Was war das? Hey, das ist aber jetzt traurig, dass im gleichen Gebiet jetzt 2x2 NPCs vorkommen, die dasselbe sagen. Also das, da bin ich jetzt etwas enttäuscht. Muss ich wirklich sagen. So. Ja, wir decken natürlich alles hier auf. Nichts wird ausgelassen. Oder ich versuche zumindest alles. Denn ich will irgendwie den einen Mord klären. Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Ha, okay. Hallo. Ah, ich muss fragen. Ich habe jetzt gewartet, bis irgendwas kommt. Nur Schuldige schauen über ihre Schulter. Wovor hast du Angst? Wovor sich alle Schuldigen fürchten. Verdammnis. Dachte, ich gebe mir die Kugel und das war's. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber ich konnte den Druck nicht mehr ertragen. Welchen Druck? Dass es jemand herausfindet. Leute wie du haben hier immer herumgeschnüffelt, nach Hinweisen für andere Fälle gesucht. Mit jedem Bullen, der durch das Tor kam, spürte ich, wie sich die Schlinge enger zuzog. Wie sich rausstellt, hätte ich mir mehr zutrauen sollen. Sie verrottet noch immer dort, wo ich sie zurückließ. Ja, lach nur. Es gibt Leute, die es verdienen, zu wissen, was du getan hast. Kein Grund, das mit ins Grab zu nehmen. Wir alle nehmen etwas mit ins Grab. Selbst du. Hier wandern Dinge herum. Böse Dinge. Du solltest auf dich aufpassen. Ah, ich weiß jetzt, wer sie umgebracht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der war. Plakette, nehmen Sie mit. Wie ist es mit Kameras? Wie in England? Super, alles hier ist zu Fuß zu erreichen. Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Ich glaub's einfach nicht. Was ist? Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen. Egal, was dabei rauskommt. Okay. Ich sehe es mir an. Okay. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super.
Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Interessant. Okay. Gebrochenes Herz. Nein! Dann das hier. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus. Als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Okay, die Antwort wird dir nicht gefallen. Okay. Hatte sie betrogen? Nein. Achso, die Reihenfolge ist richtig wichtig. Okay, gebrochenes Herz. Selbstmord der Ex. Und eine Schulter. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Okay, sie überschreitet nun die Brücke und ist jetzt im Jenseits. Okidoki. Da geht's nicht lang. Nö, da geht's nicht lang, aber wo es lang geht, ich weiß es ganz genau, denn ich hab's gesehen. Wo steht denn jetzt der eine Typ hier? Ich will hier rein. Ich sagte, belassen wir es dabei. Ich will hier rein. Vielleicht komme ich da mit der Katze rein, kann das sein? Ah, so ein Käse. So ein Käse. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter Richtung Polizei. Geister sind keine da. Aber viele NPCs, ne? Was, wenn er nie gefasst wird? Macht er dann einfach so weiter? Ja, das Blöde ist, sie wiederholen sich. Ich will mehr von diesen historischen Plaketten finden. Ja, klar. Das finde ich jetzt wirklich schade. Da hätten sie rein theoretisch viel mehr Umfang reinbringen müssen. Oder können, je nachdem. Denn so ist irgendwie, ja, zu wenig. Bis jetzt. Ja. Mal schauen, ob wir schon der Lady sagen können, dass wir sie gerettet haben. Beziehungsweise, gerettet ist relativ. Dass wir wissen, wer sie umgebracht hat. Komm her. Ich hoffe wirklich, dass sie etwas finden. Okay, leider nicht. Liebling, sie können dich wahrscheinlich durch die Decke hören.
Ich bin sicher, du hast alles gesehen und das macht dich zu was Besonderem. Immer starrst du aus dem... Okay, das Geheimnis der alten Frau. Okay. Ein mysteriöser Mord. Gartenwerkzeuge. Fenster, steckst deine Nase an. Okay. Und dann der mysteriöse Mord. Anscheinend konnte Grace die Partys des Mädchens nicht mehr ertragen, also hat sie sie umgebracht und ihr Mann hat die Leiche im Smithwick-Steinbruch verschwinden lassen. Ich sollte zurückgehen und ihr Bescheid geben. Ja, jetzt wissen wir, was passiert ist. Ihre Partys waren zu laut, die alten Menschen haben sie umgebracht und sie wurde verscharrt. Du kannst deine Leiche nicht im Gebäude finden, weil sie nicht hier ist. Du musst zum Smithwick-Steinbruch, ungefähr 8 Kilometer von hier. Oh, warum haben sie es getan? Deine Partys haben sie nachts wachgehalten. Der Schlafmangel hat sie durchdrehen lassen. Ich habe sie bloß für verbittert gehalten. Ich hätte nie gedacht, dass sie das tun würden. Oh, danke für ihre Hilfe. Es ist so eine Erleichterung, Bescheid zu wissen. Kein Problem. Wissen Sie, ich mochte Cops nie besonders. Sie haben mir immer erzählt, wie ich mein Leben versaue. Die haben mich einfach nicht verstanden. Aber sie haben sich wirklich für mich eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich auf ihre Ratschläge hören sollen. Vielleicht wären die Dinge dann anders gelaufen. Nochmals danke. Und wieder haben wir einer verlorenen Seele geholfen. Und das ist natürlich ein gutes Gefühl und wir können jetzt weiter mit unserer Hauptquest. Ja, wir gehen jetzt zum Polizeirevier. Wir haben jetzt, glaube ich, schon insgesamt 2 Leuten geholfen, ne? Ziemlich cool. Muss ich schon sagen. Und Ladebildschirm ist etwas länger. Den hätten sie auch etwas spektakulärer machen können, muss ich wirklich sagen. Aber mir soll es recht sein, wir gehen jetzt zur Polizei. Wir laufen zum Polizeirevier. Ja, ja. Ich sollte nach Hause gehen. Jetzt. Würde ein neuer Polizeichef sich besser schlagen? Ja, ja. Aber wenigstens mal ein neuer Text, ne? Den kennen wir noch nicht. So. Hier liegt immer so viel, dass man gar nichts versäumen will. Mal schauen. Ja, ich wusste ja. Warum sollte ich die Katze jetzt nehmen? Ich weiß es nicht. Oder komme ich mit der Katze irgendwo rein? Komme ich mit der Katze irgendwo rein? Ja, und jetzt? Ah! Ja, und jetzt? Ah, es ist interessant! Ja, wahrscheinlich sehen wir jetzt was, was wir jetzt noch nicht sehen würden, ne? Oder haben wir uns nur das geholt, oder was? Ja, kurz und bündig. Aber sie hat uns geholfen. So viel dazu. Ja, ist halt ein Spiel ohne Schießen, ohne Action irgendwie, ne? Es ist halt... geht halt mehr um die Story. Was ich persönlich aber nicht so schlecht finde. Also es hat schon seinen Charme. Okay, nichts übersehen. Da geht's nicht lang. Ah, komm. Dann auch noch so geskiptet.
Da geht's nicht lang. Ja, wir müssen zuerst ins Polizeirevier und dann erst wird das freigeschalten. So irgendwie funktioniert das. Warum immer die Gasdinger? Ich verstehe es nicht. Aber es sieht hübsch aus. Und das ganze Spiel natürlich. Wie fühlt sich Sterben an? Ja, halb so wild, ne? Ich dachte, ich hätte... Nein, kann nicht sein. Halb so wild. Okay, Polizeistation, wir sind bald da. Oh, ein Geist. Was habe ich getan? Hey, 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 beruhig dich mal eine Sekunde und rede mit mir. Wie heißt du? Ah, oh, Brad. Gut, okay, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Wir waren in der Stadt unterwegs, haben Dampf abgelassen. Aus einem Drink wurden drei, aus drei wurden... Ach, wer weiß wie viele. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich muss Rick und Laura nach Hause gefahren haben, als... Oh Gott, ich hab sie umgebracht. Das werde ich mir nie verzeihen. Das weißt du gar nicht. Hast du selbst gesagt. Die Einzelheiten sind verschwommen. Ich kann mich umsehen. Vielleicht fällt mir etwas auf. Gott, was habe ich getan? Na, du solltest vielleicht nicht angesoffen fahren. Das ist sicher Brads Auto. B-Rad. Sieht gut aus. Nee, da ist auch der Alkohol. Und da ist das Auto, was willst du noch? Du bist hinüber. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Die Tankstelle ist nicht weit von hier, die sollte ich mir ansehen. Naja, vielleicht sollten wir das. Sind hier Geister? Nö. Wo ist die Tankstelle jetzt? Wo ist die Tankstelle? Okay, wir werden höchstwahrscheinlich eh vorbeilaufen, also laufen wir einfach mal weiter. Und mal schauen, was uns hier alles noch so erwartet oder was wir finden vor allem. Ah, die sind mir jetzt gerade egal, die NPCs hier draußen. So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Okay, ich dachte zuerst, sie redet von wem anderen. No. Ich will ein Taxi. Was? Oh. Tankstelle. Ja, die SOC. Okay. Toll. Interessant, anscheinend ist er ja mit dem Taxi gefahren. Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen. Keine Ahnung, was ich tun würde. Vielleicht, wenn wir etwas schneller gehen. Hat er jetzt das Taxi genommen oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Du verträgst ja nicht gerade viel. Okay, die Frau hat getankt. Drei von fünf Hinweisen. Wenn wir jedem Mörder auf der Straße begegnen, keine Ahnung, was ich tun würde.
Ah, der Taxifahrer. Wenn ich das Öl schneller nachkippe, als es ausläuft, hält's bestimmt noch ein Jahr. Hoffentlich ist die Wohnung geputzt, wenn ich nach Hause komme. Okay, er weiß rein gar nichts. Aber irgendwie fehlt hier noch etwas. So merkwürdig. Erst lebendig und jetzt tot. Also, ich glaube nicht, dass Brad gefahren ist. In Spanien wurden sie verbrannt. Echte Hexen trugen keine Hüte. Okay, okay. Danke für deine Kooperation. Na? Hier sind immer so viele Sachen zum Verstecken, aber keine Geister da. Komisch, komisch. Was, wenn es jemand ist, den ich kenne? Nö, den kennst du nicht, den kennst du nicht. Wenn Cops schon nicht sicher sind, wer dann? Ja, das wiederholt sich leider. Ununterbrochen. Das ist schade hier, ne? Na, wohin? Wohin, wohin, wohin? Symbol mit Kreide. Okay, ja, aber Leute, wie es weitergeht, seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Also seid gespannt und hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Wenn ihr natürlich Informationen oder Anhaltspunkte denkt, was jetzt zum Beispiel mit Brad passiert ist, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Und vergesst bitte nicht, mir ein Like zu geben. Es ist die Aufwand natürlich, der Aufwand ist nicht groß, aber mich würde es natürlich freuen. Euer Memento Mori, ciao, ciao.